Here we are back in business. Bei New Super Mario Bros. Punkt. So, Mikrofon mal kurz richtig einstellen. So. Im Tower von Welt 3. Der Wasserwelt. Ist das Spiel gerade gecrashed? Let's try again. Gehen wir hier rein. Ja, das geht. Müsste es hier... Ah. Okay. Einfach mal Emulator neu gestartet. Dann geht das auch schon. Und hier sind wir wieder. In... New Super Mario Bros. Wie sollen wir da bitte raufkommen? Wie sollte man da ohne den Block raufkommen? Was? Ist eine gute Frage, würde ich sagen. Oh Gott, Feuerball. Hier gibt es viele Feuerblumen. Allerdings gibt es hier auch viele Feuer-Piranhas. Können wir die Röhre hier? Nee. Können wir die Röhre hier? Nee. Können wir die Röhre? Nee. Schossen. Vielleicht gibt es hier eine Feuerblume. Ja, tut es. Uiuiui, das war nicht gut. Okay, hier wäre die erste Starcoin. Die vermutlich erste Starcoin. Was ist denn das hier bitte für ein Level, Alter? Okay, hier kommen wir in eine Röhre. Wo hat die uns hingebracht? Müssen wir jetzt nach... Nach links? Das gefällt mir auf jeden Fall. Hier kommen Piranhas raus, okay. Und dann mit dem Stern... Sprinten wir back in business. Und sterben. Nun gut, wir wissen, wie es funktioniert. Ja, komisch, dass sich das Ding nicht starten lassen hat. Abgestürzt ist. Ich glaube, da müssen wir einen Doppelsprung. Ja, so. So, jetzt spiele ich. Schlau, gönn mir die Feuerblume. Den Mauszeiger hat niemand gesehen. Jetzt haben wir hier eine zweite Feuerblume. Die ich vielleicht vorhin benutzen hätte sollen. Aber nun gut, okay. Wir wissen, wir können hier durch. Auf diese Feuerblume. Feuerblume. Na, Feuerblume verzichten wir einfach mal gekonnt. So, dann gehen wir hier auch wieder weiter. Weiter, weiter, weiter. Tschüss, Piranha-Pflanze. Gehen dann hier in diese Röhre. Die sehen nach links. Oh Gott. Hier in diese Röhre und dann Starcoin mitnehmen. In die Röhre. Uff-Basse. Und dann nehmen wir uns hier... Oh, Koopa Shell, geil. Ich habe gehofft, er fängt zu rollen an. Jetzt eine Piranha. Das ist tatsächlich gar nicht mal so einfach. Hier. Müssen wir raufkommen. Ah, jetzt können wir da überhaupt raufkommen. Ich glaube, es geht. Es sollte gehen. Hier. Du kommst mal raus. Dann kannst du auf jeden Fall aufhören zu nehmen. Eine. Oder müssen wir vielleicht doch... Das wäre eine Idee von mir gewesen, allerdings nicht zu sterben.
Wir sind hier, gibt's. Ja, da hätten wir uns eine Blume rausholen können, aber nun gut. Was will man machen? Den hier? Ah. So einfach kann's sein. Aus der roten Röhre scheint nichts rauszukommen. Können wir in die rein? Nee, anscheinend nicht. Checken wir mal die Röhre kurz. Ab, gibt's hier drin was? Nee, Feuerblume. An. Ja. Das Level ist ein bisschen assi. Das Level ist ein bisschen assi. Aber nur ein bisschen. Oh, scheiße, wir haben kein Item mehr. Das finde ich nicht so gut. So, der spuckt hier erstmal Feuer. Wir chillen uns dieses Starcoin herbei. Mag ich nicht so gern hier einmal unten durch. Das war knapp. Der Typ hier fährt am Feuerspein, aber damit haben wir das Level auch geschafft. Das war vielleicht ein bisschen mehr Arbeit, aber trotzdem alles entspannt. Dann geht es jetzt endlich. Nicht ins Castle. In den Tower meine ich. Sondern in Welt 3C. Oh, der Typ schon wieder. Der sieht aber, er ist ein bisschen anderer Fisch. Als in dem Unterwasser-Level. Kann ich den theoretisch hier mit einer Koopa-Shell töten? Ja, kann ich. Das gefällt mir. Gib mir Geld. Danke. Naja, von dir will ich nichts, sorry. Du bist mir unsympathisch. Hier runter und dann straight up wieder rauf, wie viel das Starcoin war's. Please die. Schade, war die erste Starcoin. Sprich, in, oh Gott, Cheap Cheeps, die mich getötet haben. Ja, es wird immer härter. So wie mein D. Es wird immer härter. Sprich, ja. Oh Gott. Hier frisst das, schade. Hier habe ich gelernt. Gönnen wir uns das. Jetzt so, by the way, habe ich bei meinem Mikrofon Noise Cancelling aktiviert, dass man den Controller ein bisschen weniger hört. Ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Es sollte auf jeden Fall niemanden stören, schade. Ich probiere ihn halt immer zu killen. Killen. Na, schade. Ja, da kann er jetzt schnell durchspeeden. Holy moly. Wo ist hier die nächste Starcoin? Da. Ich glaube, hier sollte man. Oh, das geht nicht runter. Oh, die war sehr gut geholt. Zweite Starcoin passt perfekt. Ich den mal hier mit dem Cooper-Panzer beseitigen. Wie der gute Creepypasta-Lunch sagen würde. Oh, crap. Das finde ich gerade nicht so toll. Was? Hier ist nichts mehr drin. Ui. Das ist nicht so gut. Dann. Ja, scheiße. Okay, dann wissen wir schon mal, wir müssen uns beeilen. Ist das da hinten ein Geisterhaus? Ich weiß nicht, ich habe das Spiel noch nie so weit gespielt. Ich weiß nicht, ob es in diesem Game hier Geisterhäuser gibt. Ist das eine Sache in dem Game? Okay. Wir sind wieder hier. Egal, Marius. Beeilung. Danke. Ich bin dafür, dass wir erstmal den Pilz hier in Benutzung ziehen. Den Drecksbastard konnten wir wieder
juckt. Nur. Wir müssen es bis dorthin dahin schaffen. Auch wenn das fucking hart ist. So wie mein Kopf. Okay. Wir müssen jetzt Durchdachter spielen. Zur Brudino. Ja, mach hier wunderbar deinen Angriff. Bringen wir hier wieder rauf. Cooper, ich würde dich jetzt wirklich. Genau dafür in Benutzung ziehen. Ist mir egal. Spring doch, Mario, bitte in die Röhre, danke. Und natürlich gibt es dafür eine Starcoin und eine Röhre. Gibt es da drüben was? Vielleicht ein Secret Exit? Nee. Normalen Exit. Ah. Wo wird man von hier wahrscheinlich, ja, von dem Level rauskommen? Nun gut. War zwar eine kleine Herausforderung, aber auch dieses Level hier gut gemeistert. Kann man so sagen. Und dann wird es tatsächlich gleich zum Schloss gehen. Nee, nee, nee. Nicht mit mir. Davor schauen wir uns aber erstmal dieses One-Up-Häuschen an. So. Rein in die Orga. Wir kennen das Gedöns. Schauen wir mal, was wird. Bum, bum, bum. Schade. Nun gut, zwei One-Ups. Besser als nichts. An den One-Ups soll es in dem Game hier eh nicht scheitern. Dann geht es jetzt aber offiziell in den Tower von Welt 3. Ich weiß aber wirklich nicht, ob es in dem Game Geisterhäuser gibt. Aber was ich hier so gesehen habe, anscheinend doch. Oh. Was ist denn das? Ich sehe, wir brauchen die Kanone in der Mitte. Okay. So, dem traue ich hier nicht ganz. Okay, ein paar Koopas, die so herumklettern. Gab es das nicht irgendwie in Mario World oder so auch? Schau mal. Gut, dass ich dem Braten nicht getraut habe. Weil es ist immer sus, wenn das Spiel sagt, yo, geh straight up dahin. Ja, das ist nicht so vertrauenswürdig. So. Oh. Oh! Wait, wir müssen irgendwie wieder an die andere Seite kommen. Jetzt hier wieder. Wait, nein, das ist dumm. Was ist tatsächlich gar nicht so einfach. Okay, wir sind schon mal hier. Dem Typen hier vielleicht so und dann. Nein, könnte ich nicht. Es wird mir hier ungemein. Das war knapp. Es wird mir hier ungemein helfen, groß zu sein. Schau mal, hier haben wir so einen Switchpoint. Und wenn wir jetzt durch die Tür zurückgehen, kommen wir hier raus. Aber bringt uns das viel? Nee. Ach doch, weil. Das können wir. Mario, würdest du dich da bitte festhalten? Okay, aber ich mag das Level, das ist cool. Da muss man ein bisschen mitdenken. Sprich, wir granulieren uns direkt mal. Diese Gun hier. Upp, gehen dann hier rauf, können diese Koopas. Wie geil ist denn das? So wegschleudern. Also nehmen wir uns dann die Starcoin mit. Mit einer Stampfattacke geht's runter.
Weil Stampfattacken sind sicher. Dann schnabulieren wir uns hier rauf. Dinge so nach drüben. Genau. Okay, das. Man muss da wirklich gut nachdenken, weil man denkt irgendwie mal, dass man auf der Vorderseite ist. Aber nee, okay, ich muss da jetzt wirklich mal aufpassen. Aufpasse. So, gleiches Gedöns. Ja, wupp. Koopa weg. Ich finde das so geil. So. Beeilung, Marius. Aber hier und dann mit Stampfattacke runter. Dann hier rein. Rauf. Springen, springen, springen. Umdrehen. Dann hier rauf. Oh, der Koopa ist jetzt. So, ich kann mir theoretisch den Koopa. Ich will was probieren. Was ist? Mit dem Koopa. Hier so. Geil. Der Koopa soll eine Gefahr darstellen. Tut er allerdings nicht wirklich. So. Und jetzt wird's interessant. Jetzt müssen wir auch mal aufpassen. Der Brie kommt jetzt zu unserer Seite. Wir gehen hier rein, nehmen uns das Geld mit. Das bringt gar nicht so viel, das Cash. Aber egal. Auf jeden Fall ist dieser Raum hier wichtig. Warum, glaube ich, erklärt sich von selbst. Jetzt können wir durch diese Tür hier wieder zurückgehen. Okay. Uns dann dieses Starcoin hier schnabulieren. Oh, wie machen wir das jetzt, ohne zu sterben? Das hat. Scheiße! Was schneide ich? Bis gleich. Das Game hier kann mehr an deinen Nerven ziehen, als ich vermutet habe. Nun gut. Wir grabben uns dich. Bumsen dich dann daher und dann verpisst du dich. Dann schnabulieren wir uns den Pilz. Gönnen uns hier ein bisschen Kohle. Hier. Nicht. Und dann schießen wir hier locker rauf. So, jetzt den hier rauf. Jetzt können wir hier eigentlich so rein. Jetzt hier hin. Und die Seite wechseln. Das ist auch eine Variante, okay. Und wenn wir hier jetzt eine Stampfattacke machen, sind wir hier bei dem Cooper. Wir müssen uns nur ein kleines Loch eigentlich reinmachen. Sind wir hier? Okay, den Weg hier, den meide ich mal lieber. Aber jetzt können wir uns dieses Starcoin hier mitnehmen. Oh, Alter, da muss man nachdenken. Dann gehen wir hier rein. Sind schon auf der guten Seite. So, dann können wir jetzt hier. Okay, die roten Koopas klettern deutlich schneller als die grünen.
Feuerblume. Knüll. Jetzt hier so, boom, boom. Ist schon cool. Okay. Die Herausforderung ist schon ein bisschen größer. Aber wir können sie trotzdem meistern. Wo sind wir hier gelandet? In einem Raum. Hier wird es mehr als nur das geben. So, den Cooper hier, den. Was? Ich kann die nicht durch einen Sprung töten. Das ist enttäuschend. Hallo, Pilz. Da bleiben. So, die Frage ist nur, wo ist die dritte und letzte Starcoin in einer Tür? Dann können wir zurück. Nee. Nee, nee, nee. Dann werde ich mir gleich nochmal alle Türen anschauen müssen. So, hier, Bowser Junior. Servus, Bro. Stampfattacke. Ja, täusch ruhig an. Na, das war's mit dir. Ein weiteres Mal. Bah. Friendos, wir sehen uns gleich nochmal bei der dritten Starcoin. Tür. Die Tür hier. Die hat uns dahin geführt. Okay. Ich glaube, wir sollten uns beeilen. Beeilung, Marius. Das vielleicht trotzdem noch irgendwie schaffen. Können wir den Schalter nochmal auslösen? Ja. Ja, juckt. So, rauf. Hier. Das musste ich kurz mal zensieren. Okay, damit haben wir hier die dritte Starcoin. Und dann, ja, come on. Heute sind wir auf der. Nehmen wir uns noch hier als kleines Andenken die Feuerblume mit. Kann ja nicht schaden. Das war knapp. Und besiegen Bowser Jr. einfach nochmal hier, Bro. Ja, er ist tot. Nun gut. Das soll es mit ihm gewesen sein und das soll es auch mit dieser Folge gewesen sein. Heute mal nicht so viele Level. Allerdings soll uns das auch nicht so übermäßig stören. Deshalb würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann werdet ihr hier in der Endcard, falls die nächste Folge schon draußen ist, die nächste Folge sehen. Tschüssikowski!